Suche in Alt-Yarikawa nach weißem Rauch. Es bringt halt nichts, wenn überall gefühlt weißer Rauch ist, ne? Aber nicht Alt-Yarikawa. Das ist das Überlebendenlager. Warum leuchtet denn meine Uhr grün? Du keine Verbindung hast? Hast du damit Erfahrung, Justin, wenn die Switch irgendwie Probleme mit der Verbindung mit den Joy-Cons hat? Oder bist du da genauso überfragt wie ich? Meine Switch steht nämlich hier genau ungefähr eine Armlänge weit weg. Und mein der rechte Joy-Con, seitdem ich den ganzen Kram umgestellt habe, hat er irgendwie Probleme. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Mikrofon so dazwischen drin ist oder dass ich jetzt viele Bluetooth-Sachen habe, die verbunden sind. Ich weiß es halt nicht. Mir gefällt halt fast alles an dem Spiel. Die Kritikpunkte ist halt die Dauer vom Spiel für mich. Ich mag keine allzu langen Spiele und wie viele Spielstunden hast du da in, wie viel hast du da schon gesammelt? Dieses Feature, wie das Interagieren mit Füchsen ist toll. Solche kleinen Details lassen das Spiel lebhafter werden. Story ist gut. Ja, hab ich in der letzten Zeit auch. Die stecken in der Switch und gehen aus. Nee, bei mir ist halt eher so, ist es einfach so, dass entweder verliert der die Verbindung, wenn er nicht an der Switch ist, oder irgendwie die Befehle kommen halt irgendwie zeitverzögert. So als würde der versuchen, sich mit was anderem zu verbinden und ich weiß halt nicht genau, woran es liegt. Ich habe jetzt mal das Bluetooth von meinem Handy ausgeschaltet, das Bluetooth von meinem iPhone 4S ausgeschaltet, ich habe auch mal zwischendurch den Bluetooth-Empfänger von meinem PC ausgeschaltet. Irgendwie weiß ich halt nicht, was da abging. Ich habe erst gedacht, das liegt an dem Harvest Moon-Spiel, weil dort damit hat es halt angefangen. Nicht, dass man sich mit dem Spiel irgendwie ein Virus eingefangen hat, was ich eigentlich nicht glaube. Ich glaube schon, dass Nintendo das überprüft. Suche in Alt-Yarikawa nach weißem Rauch. Ist das Lager der Überlebenden immer noch da? Also würde das noch dazugehören? Oder ist das mit weißem Rauch? Genannt. Gedacht. Virus wäre komisch, das würden die prüfen, vor allem wenn es Case-Spiele sind. Nintendo. Das ist eine Nachricht für das Phantom von Yarikawas Rache. Die Mongolen versklaven unser Volk. Sie haben an Kushi-Fluss ein Lager, nicht weit von diesem Schrein. Vernichte sie. Die Mongolen versklaven unser Volk. Sie haben am Kushi-Fluss ein Lager, nicht weit von diesem Schrein. Vernichte Virus, sie. Ja, ich meine, ja, gerade bei Case würde mich halt... Würde mich das halt wundern. Also bei Downloads genauso. Ich meine, ich glaube nicht, dass Nintendo da niemanden nichts prüft oder so. Nintendo würde sich damit Strafe machen und sowas kann man ganz einfach herausfinden. Ja, das stimmt. Aber irgendwie habe ich halt echt Probleme. Schildträger. Es braucht großes Können, um sie zu töten. Keine Mongolen. Japaner, warum mussten sie sterben? Wahrscheinlich, weil die Mongolen hier waren. Lasst mich raus, bitte, mein Herr. Ganz ruhig, ich befreie euch. Mach den erstmal frei hier, vielleicht weiß der was.
Sag mir, was passiert ist. Das Phantom. Es hat sie alle getötet. Ich meine, dass er God of War Ragnarok feiert. Ja. Würde in einem Käfig sterben. Das verstehe ich. Wer waren die Leute bei den Mongolen? Sie haben mich an sie verkauft. Ihr seid frei. Geht. Oh, danke. Und Kena, ja, also Kena mag ich auch. Sehr. Das Phantom ist fort. Vielleicht zu einem anderen Schrein. Weiß man nicht, was Yuna von den Spielen aktuell hält. Weiß ich, wie du Kena findest, die, Justin. Ich habe aber das Gefühl, dass wie heißt's? Dass ich das Spiel mit der eingestellten Stufe, dass das vielleicht auch schwer ist. Weil die Kämpfe bei Kena sind dann doch ein bisschen extrem. Ich meine, ich bin oft wirklich Two-Hit. Gefühlt. Ist halt eine Sache, die ich jetzt hier zum Beispiel gerade auch wieder ein bisschen positiv sehen kann bei Ghost of Tsushima. Dass man jetzt gesagt bekommt, man soll halt weißen Rauch suchen. Man kriegt den aber nicht genau auf der Karte angezeigt. Klar, das ist natürlich ein bisschen nervig bei manchen Sachen. Aber hier aktuell finde ich es jetzt eigentlich, es ist halt passend. Kena ist bisher ganz okay, noch nicht viel davon gesehen. So, beim letzten Stream geschlafen. Ihr seht jetzt genauso wie ich keinen weißen Rauch, ne? Also an sich ist Kena halt so schön, so vom Gameplay her und allem drum und dran, von der Welt, vom Erkunden und so weiter und so fort. Nur habe ich das Problem, dass die Kämpfe, wenn du halt schon gegen größere Gegner kämpfst, dass die schon echt übel sind. Arbeitskollege, sie meint so, mein Julia wünscht sich das in das Spiel. Er wollte seinen Papa gerade dazu überreden, nochmal Pokémon Schild zu kaufen. Weil er meinte, dass im Vergleich zu Pokémon Schwert, dass es da ein paar Pokémon mehr gibt. Und zwei Arenen anders wären. Das war seine Argumentation, weswegen er gerade seinen Papa versucht zu überreden, ihm dann nochmal die andere Edition von Schwert und Schild zu verkaufen, zu kaufen. Und dann hat er mich halt gefragt, was für ein Pokémon ich mir hole, weil er die Hoffnung gehabt hat, dass ich Schwert und Schild schon besitze. Habe ich natürlich nicht. Und dementsprechend kriegt sein Sohnemann Violett gekauft für Weihnachten, weil ich mir Karmesin bestellt habe.
Wir müssen bedenken, dass wir von dem 7-Jährigen sprechen. Ich habe Waren aller Art. Nur das Beste für euch. Danke. Mögen eure Jagden erfolgreich sein. Ich muss immer noch nach weißem Rauch suchen. Da. Ein Schreiben für das Phantom von Yarikawas Rache. Da ist eine Nachricht. Naja, ich weiß auch, dass der ein absoluter Pokémon-Fanboy ist. Also der will alles von Pokémon haben. Fängt auch schon mit Sammelkarten und so ein Kram an. Also, ich meine, war früher genauso. Im Nachhinein hätte man sagen können, dass ich... Hat unser Volk verraten. Er ist im Lager in der Nähe. Beendet sein wertloses Leben. Bestimmt das Lager der Überlebenden. Im Nachhinein hätte ja die gelbe Edition für mich bei den Pokémon-Spielen auch ausgereicht. Trotzdem wollte ich unbedingt die blaue haben und die gelbe. Fürst Sakai, wie können wir euch helfen? Also, in dem Alter kann ich es nachvollziehen. Das bin ich. Jemand hat das Phantom von Yarikawas Rache gebeten, euch zu töten. Aber warum denn nur? Er ist ein mongolischer Spion. Schleicht sich nachts stundenlang davon. Sagt nicht, wo er hingeht. Ich habe nichts Falsches getan. Wenn ihr den Mongolen helft, finde ich das heraus. Das würde ich nie tun. Bitte, lasst es mich beweisen. Bringt ihn dazu zu gestehen. Ich erkläre es euch. Doch nicht hier. Folgt mir. Ich mache einfach meine Schwertspitze heiß und ziehe sie ihn durch die Po-Ritze. Ich kann nicht glauben, dass man mich tot sehen will. Ihr solltet euch eher um mich Sorgen machen. Ich bin real, das Phantom nicht. Aber mein Herr, ich hab's gesehen. Wirklich? Wo? Auf der Straße. Drei Banditen wollten mich ausrauben. Das Phantom tötete sie und verschwand. Der bringt mich zu einem Hinterhalt, bestimmt. Hierher komme ich nachts, mein Herr. Ein Grab. Wer liegt hier? Sein Name war Tojiro. Wir standen uns nah, doch seine Frau und Familie sind im Lager. Ich kann meine Besuche nicht erklären, ohne ihnen weh zu tun. Ich verstehe. Doch die Menschen im Lager tun das nicht. Und sie haben Angst. Ihr seid dort nicht sicher. Wo soll ich sonst hin? Begebt euch nach Ariake. Geht, bevor es zu spät ist. Danke, mein Herr. Ich meine, dass er sich nachts... Dass das der Grund ist, warum er sich wegschleicht? Okay, verstehe ich. Aber dass er deswegen sterben muss? Warum ist er weggerannt? Warum bin ich denn jetzt? Wo ist denn jetzt schon wieder weißer Rauch?
Ich sehe es halt nicht, ne? Gut, hier unten war ich ja. Nach weißem Rauch. So lautet immer noch die Quest. Aber wohin? Na, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wegen Pokémon. Ob ich da morgen wirklich schon anfange oder ob man da einfach mal ganz entspannt abwarten. Splatoon-Werbung. Oh, das muss ich auch noch spielen. Ah, wieder so ein Spiel, was ich gekauft habe, aber nie angefangen habe. Das ist grausam. Auch wenn es uninteressant ist. Und ist halt ein PvP. Ich glaube, ich bin auch zu spät dafür. Ich glaube, das Spiel zu kaufen war ein Fehler. Ja. Ich kann eigentlich mal gucken, wie lang die Spieldauer ist. Warte mal. So, Horizon Forbidden West. Wenn Sie nur die Hauptstory durchspielen, liegt die Spieldauer bei um die 29 Stunden. Da bin ich schon längst drüber. Okay, jetzt will ich mal was gucken. Ghost of Tsushima. Die Story-Kampagne entfaltet sich über drei... Ich hasse das. Ich hasse es so sehr. Es ist eine einfache Frage. Rund 30 Stunden. Bin ich doch gefühlt auch schon fast drüber. God of War Ragnarök 32. Dauert denn der God of War? Das ist weird. Kena? Vom Umfang her kann Kena aber nicht mithalten, da ihr die Hauptstory in ca. 6 bis 8 Stunden durchspielen werdet. Wenn ihr alles zusammen oder gar die Platin-Trophäe haben möchtet, könnt ihr natürlich noch mehr Zeit in dem Spiel verbringen. Aber so. Okay. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Kena so kurz ist. Da müssten wir es ja theoretisch fast durchhaben. Ich meine, gut, ihr kennt mich, also rechne bei mir locker noch mal 5 Stunden drauf. Wenn hier eine Nachricht war, hat sie das Phantom bereits geholt. Ein Kampf in der Nähe. Also 3 Stunden, 3 Tage Kena. Das Phantom. Ja, ist ja gut. Wen hat der denn da jetzt schon wieder gekillt?
Durch die Öffnung da unten kommt man hinein. Hier lebt schon sehr lange jemand. Opfergaben von den Schreinen für das Phantom. Also hier hat sich jemand einen Namen aufgebaut und überlebt. Von einem Yarikawa-Samurai. Ein Banner des Yarikawa-Clans. Ach, voller Flöhe. Von gebildeter Hand verfasst. Doch die Worte sind Unsinn. Fürst Yarikawa soll angeblich noch am Leben sein. Hat ein Samurai des Yarikawa-Clans überlebt? Ich muss denjenigen finden. Ich muss nach einem weiteren Schrein suchen. Er war doch eben noch von der Sekunde hier. Kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ups. Ist da wirklich nur ein Ausgang? Ich muss auch noch Getränke holen. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel hier. Da hinten? Ja. So, na, da bin ich mal gespannt. Wer hier Stress gemacht hat. Noch eine Phantomopfergabe. Fürst Sakai ist der letzte seines Clans und ein Diener von Shimura. Führt ihn zum Garten der Götter, damit sie Zeuge seines Todes werden. Ein Gebet an das Phantom. Es soll mich töten. Ich gehe zum Garten der Götter und setze dem ein Ende. Aber warum wollen die mich tot sehen? Das verstehe ich nicht. Mein Herr. Was wisst ihr über den Garten der Götter? Nur, dass es ein wunderschönes Feld mit weißen Blumen ist. Warum will sie das? Warum wollen die mich tot sehen? Ich glaube, den Garten der Götter habe ich schon gesehen. Frage ist halt nur, wo war der? War da drüben, meine ich. Das war wahrscheinlich der mit dieser Buddha-Statue. Oder Kopf. Ich habe auch keine Ahnung, ob das wirklich ein Buddha-Kopf war oder nicht. Mit ihm erleben wir den Frühling. Fürst Sakai! Sagt mir, wo ich den Garten der Götter finde. Ihr seid nah dran. Haltet Ausschau nach den Götterstatuen. Die Sonkaku, der Bildhauer, geschaffen hat. Sie bewachen den Garten. Warum wollen die mich tot sehen? Jesus, man kann es übertreiben mit der Markierung, ne? Das Phantom! Es war gerade hier! Ihr habt es gesehen? Wo ist es hin? Zum Garten der Götter. Deshalb sind dort wohl all die Glühwürmchen versammelt. Götterstatuen. Das muss ihr Garten sein. Ein Schrein. Doch kein Phantom. Diese Nachricht ist für mich. Yarikawas Rache. Yarikawas Rache erwartet euch.